Herzlich willkommen bei Carmenanda, ganzheitlich gesund. Kennst du deinen Vitamin D-Spiegel? Viele sagen jetzt, ja, den kenne ich, der ist so und so viel. Nanogramm pro Milliliter oder Nanomol pro Liter, der ist in Ordnung oder etwas zu niedrig oder etwas zu hoch oder weiß Gott was auch immer. Bist du dir aber trotzdem sicher, dass du keinen Mangel hast, obwohl du vielleicht einen guten Vitamin D-Spiegel hast? Darüber kläre ich heute mal in diesem Beitrag ein bisschen auf. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit 2006 und bin mit meiner Frau Gründer unserer Akademie für medizinische Aufklärung und Weiterbildung, und zwar für alle, nicht nur für Fachleute, vor allem für jedermann. Die Akademie habe ich unten unter diesem Video verlinkt. Und ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für diese Beiträge hier auf YouTube. Und es muss immer ein kundiger Arzt oder Heilpraktiker aufgesucht werden, wenn es um dieses Thema Vitamin D geht. Ein Vitamin D-Mangel haben sehr, 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 sehr viele Menschen. Die meisten wissen ja gar nicht, dass es Vitamin D gibt. Also die haben schon mal per se einen Mangel, insbesondere im Winter, aber häufig auch im Sommer. Also das sind mal die Ersten, die gefährdet sind, die einfach gar nichts davon wissen oder sagen, Vitamin D einnehmen, ja wieso? Das höre ich sehr oft und ich glaube, das hörst du auch sehr oft, weil eben die Menschen gar nicht wissen, was Sache ist. Wer ist denn gefährdet, einen Vitamin D-Mangel insbesondere zu bekommen? Und weißt du deinen wirklich richtigen Vitamin D-Spiegel? Auch wenn du Vitamin D substituierst? Ja, den 25 OH-Spiegel hier. Das Calcidiol. Ich habe es hier einfacher aufgezeichnet. D3 nehmen wir ein oder bekommen über die Sonne. D2 etwas über die Nahrung. Und der 25 OH wird dann gespeichert. Das ist Speichervitamin Hormon D in der Leber. Halbwertszeit 2 bis 3 Wochen. Und dann abgerufen bei Bedarf zu 1,25 OH zum aktiven Vitamin D Calcitriol. Und da kommt schon mal das erste ins Spiel, 25 OH wird gemessen, 1,25 OH in den allermeisten Fällen nicht. Da gibt es aber noch mehr Werte, die wichtig wären. Jetzt zeige ich wieder das hier. Unter anderem der freie 25 OH-Wert, Vitamin Hormon D, der kann auch gemessen werden. Und natürlich die Ratio zwischen 25 OH und 1,25 OH, passt denn das? Ja, wird zu viel umgewandelt? Wird zu wenig umgewandelt? Wie ist die Ratio, wie ist der Quotient? Der muss stimmen. Und natürlich die ganzen Kofaktoren sollten funktionieren. Da achten auch viele nicht drauf. Ich weiß aus den Kommentaren hier auf YouTube, dass das viele auch schon wissen, aber ich sage es jetzt mal hier ganz deutlich. Die Kofaktoren wären, die gemessen werden sollen, Calcium, und zwar Calcium im Serum und im Vollblut, Magnesium im Vollblut, Zink im Vollblut und Phosphat im Vollblut. Wenn jemand eine hohe Dosis Vitamin D-Einnahme macht, Kur macht, weiß Gott, der soll auch noch über sein Parathormon Bescheid wissen. Und natürlich Vitamin K2 ist wichtig und Vitamin A. Ich sage es nochmals, Calcium, Magnesium, Zink, Phosphat, Parathormon, Vitamin K2 und Vitamin A. Das spielt hier alles eine sehr große Rolle. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, sonst würde der Vortrag zu lange gehen. Und wenn hier etwas nicht stimmt mit diesen Werten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eben auch sogar wenn Vitamin D substituiert wird, etwas nicht funktioniert hier im Metabolismus. Und wenn natürlich kein Vitamin D substituiert wird und hier etwas nicht stimmt, dann ist es eh eine Vollkatastrophe. Und so ist es bei den meisten. Ich meine, die Calcium, Magnesium, Zink, Phosphat, K2, Vitamin A und so weiter,
testen wir ja regelmäßig im Labor. Da gibt es natürlich noch viele weitere Dinge wie Bor und Jod und weiß Gott, das, was auch alles noch eine Rolle spielt, Vitamin C. Wir testen das alles immer im Labor und ich sehe so gut wie immer, dass da etwas nicht stimmt, insbesondere bei Menschen und Patienten, die das erste Mal zu mir kommen. Da kann ich gleich eine Wette abschließen, dass da alles sehr viel im Ungleichgewicht ist. Okay, das war das Zweite. Dann kennst du deine Vitamin D-Genetik. Sprich, weißt du, ob es funktioniert, dass das Vitamin D-bindende Protein, das Cholecalciferol, in die Leber transportiert? Oder dass die Zytochrom P450-Enzyme hier in Leber, Niere und in anderen Geweben funktionieren? Oder dass deine Vitamin D-Rezeptoren funktionieren? Hast du da einen Schlag abbekommen, vielleicht schon gleich, als du auf die Welt gekommen bist? Oder in der Epigenetik, hat sich da etwas verändert in der Genetik im Laufe des Lebens? Das sehen wir auch häufig und testen dies im Labor. Dann geht es weiter. Dieser ganze Ablauf des Vitamin Ds, der kann auch gestört werden durch Bakterien. Der kann gestört werden durch virale Belastungen und durch Toxine und durch Elektrosmog, WLAN, Handy und so weiter. Insbesondere jetzt mit dem 5G. Ja, das macht es kaputt, macht Enzyme kaputt, macht Vitamin D-Rezeptoren kaputt. Ja, Schwermetalle, Leichtmetalle, die ganzen Umweltgifte. Also ähnlich wie die Vitamin D-Genetik, nur ist es ja nicht die Genetik selbst, sondern die Dinge werden angegriffen und gehen kaputt. Ja. Enzyme bildet unsere DNA, das sind Proteinstrukturen und so weiter. Wenn da was nicht stimmt, dann kannst du auch hier ein Riesenproblem mit Vitamin D haben. Sogar, wenn du es substituierst. Das ist wichtig. Und das testen wir natürlich auch immer. Dann bist du zu dick oder zu dicke Menschen, da lagert sich das Vitamin D dann im Fettgewebe ab und wird unbrauchbar. Die brauchen einfach mehr Vitamin D, sollten also auch testen lassen und schauen, dass das alles hier stimmt. Und es geht weiter. Hast du irgendwelche Erkrankungen, die vermehrt Vitamin D brauchen? Ja? Je kränker die Menschen, desto mehr brauchen sie zum Beispiel auch Vitamin C und Magnesium und so weiter, weil das wird verbraucht. Das Immunsystem, die weiteren Systeme im Körper, die funktionieren sollten, verbrauchen dann vermehrt Vitamin D, wie zum Beispiel Lebererkrankungen, ne? Nicht-alkoholische Fettleber, Insulinresistenzen, Bauchspeicheldrüsenverfettungen, Nebennierenschwächen, ja, da funktioniert es halt nicht mehr richtig. Oder hast du eine Nierenschwäche oder sogar eine leichte Niereninsuffizienz, dann wird es hier nicht mehr richtig umgewandelt in 1,25-OH und so weiter. Multiple Sklerose natürlich, die brauchen normalerweise sehr viel Vitamin D. Da machen wir auch häufig eine Hochdosis-Vitamin-D-Therapie, natürlich unter Kontrolle mit den Werten und zwar mit allen Werten, die ich gerade genannt habe. Weitere Autoimmunerkrankungen, Immunschwäche, Nervenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose, Übersäuerung, Erschöpfung, Mineralien-Dysbalancen, Krebs, auch Zustand nach Krebs, auch in der Krebsprophylaxe, Muskelschwäche, Gehirnprobleme jeglicher Art, DNA-Probleme, auch in der Epigenetik, viel Sport. Überall hier wird vermehrt Vitamin D gebraucht oder Hormon D. Und zwar sollte der ganze Zyklus hier funktionieren. Das ist wichtig. Das kannst du alles mal in einen Topf werfen. Dann noch eine weitere Frage. Viele Menschen nehmen Medikamente ein. Nimmst du Medikamente ein? Weil es gibt bestimmte Medikamente, die da tatsächlich einen Vitamin D-Mangel provozieren können. Und ich bin ja gerade dabei und fast fertig, einen ganz ausführlichen Fachvortrag, einen zertifizierten Fachvortrag für Ärzte und Heilpraktiker
auszuarbeiten, den ich in 3 Wochen halten werde. Bin fast fertig. Ich sitze seit Tagen am Computer, zeige da nicht nur die Dinge, die ich hier ganz kurz mal erkläre, sondern gehe ich ganz, ganz, ganz genau drauf ein, natürlich auch in die Diagnostik mit vielen Laboruntersuchungen bei bestimmten Erkrankungen. Auch mit bestimmten Viruserkrankungen selbstverständlich und dann die sich daraus chronifizieren können. Und natürlich auch auf die Hochdosis-Vitamin-D-Therapie. Die ganzen Studien zeige ich hier dazu und vieles weitere über Vitamin D. Und ich muss sagen, da bin ich überzeugt davon, dass das zum Teil die wenigsten wissen. Hochspannend, das mache ich aber hier weiter im Text, wenn du irgendwelche Medikamente einnimmst, wie zum Beispiel, ich habe es mal aufgeschrieben, dass ich nichts vergesse, Protonenpumpen-Inhibitoren, also Magensäureblocker, die frei verkäuflich sind, neben ganz viele, die können einen Vitamin-D-Mangel machen, übrigens auch einen Vitamin-C- und Magnesiummangel und B12-Mangel, Antiepileptika nehmen viele, Diuretika, Glukokortikoide, also Cortisone, platinhaltige Chemotherapeutika bei Krebs und Alkohol. Der liebe Alkohol macht einen Vitamin-D-Mangel, je nachdem, wie viel man davon trinkt. Und ich glaube, hierzulande trinken die Leute zurzeit auch viel. Also das Kollektiv, gibt es auch Studien drüber. Ja, die bräuchten einfach alle mal ein bisschen mehr Vitamin-D. Oder eben, wie gesagt, sollten mal schauen, funktioniert denn das Ganze hier am besten natürlich beim Arzt oder Heilpraktiker in Laboruntersuchungen, und zwar bei welchen, die sich damit auskennen und die wissen, was man im Labor ankreuzt und das dann auch interpretieren können und auch mit den Dosierungen sich auskennen und mit den ganzen Kofaktoren sich auskennen. Nämlich so einfach ist es nicht. So, also, das kannst du jetzt mal zu Herzen nehmen. Letzten Endes, die Kernaussage ist, oder die Take-Home-Message ist schon, dass die meisten Leute tatsächlich einen Mangel haben an Vitamin D und sich darüber mal Gedanken machen sollten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und ihn weiter empfiehlst, weil es mir eine Herzensangelegenheit, genauso wie unsere Lehrakademie, die es in so einem Sinne in der medizinischen Welt, im deutschsprachigen Raum jedenfalls, noch nicht gibt. Habe ich unten verlinkt. Vielen Dank. Ciao.